Nee, du hast Crashman gekrittet. Mit Airman. Ja, macht Sinn. Wie konnte ich das verwechseln? Wie konnte ich nur? Darf ich mal sehen? Kann ich da auch mal so ein Pizza-Brötchen probieren? Alter, das ist ja riesig. Ja klar, also für mich zumindest. Ich weiß, also ich würde die gerne abkippen. Aber ich habe in Erinnerung, dass diese Crash-Bomber bei irgendeinem Wily-Stage sehr fies war bei einem Bossgegner. War das so? Ja. So, weiter wüsste ich jetzt gerade auch nicht, aber ich... Tipp mal. Wir haben jetzt Crashman. Ich meine, ab dem Punkt hast du sowieso die Möglichkeit, alle zu killen. Bubble weil Man, du hast oder? Metal Man und Metal Man ist so gut. Es ging alles gut eigentlich. Ich würde sagen Bubble Man. Ja, wir machen Bubble. Ich will dir nicht so viele Tipps geben. Ja, Bubble Man. Bubble Man hat die, Alter, das Level, Alter. Oh. Übel, also ich meine der Hintergrund. Ja, ich sehe es schon. Ich hoffe, ihr habt keine epileptischen, Hintergrund. Ich hoffe, ihr habt keine Happy Ends erwartet. Wow. Oh Mann, ich hasse Frösche. Ich auch. Mal gut, dass Hannes nicht hier ist, der wird mir wieder vorhalten, dass ich Frösche hasse. Meine Fresse. Aber ohne Scheiß. Sterb bitte. Ich finde Frösche so ekelhaft. Ach, das war ja die Stelle. Ich weiß nicht. Ich würde es nicht als Phobie bezeichnen, weil ich habe keine Angst vor Frösche, aber ich finde die so ekelhaft. Egal. Oh, ich springe auch noch Muscheln. Genau hin. Kann ich hier irgendwas aufladen? Nee, du bist doch eben gerade das ist Level 3. Ja, stimmt, da war was. Ich habe gedacht, dass die Waffen immer noch leer sind vom letzten Mal. Was natürlich fies wäre, aber auch irgendwie realistisch. Hm. Ich mag mich böse an das Level zu erinnern. Du magst dich böse an das Level erinnern? Ja. Ich habe irgendwie Spikes in Erinnerung. Ich glaube, dass wir schneller sind. Ja. Nee, wird noch schlimmer, glaube ich. Dann fällst du und musst du lenken. Mhm. Du hast. Das Level haben sie übrigens. Kann man das Ding eigentlich kaputt machen? Ja, ja, du musst gegen die gegen den Leuchter da schießen. Kriegt das schon? Genau, hin? Ja. Das Level haben sie übrigens so eine Hommage gemacht bei Splash Woman in Mega Man 9. Da haben sie das Level quasi nochmal aufgefüllt und schwer gemacht. Die Dinger sind nervig. Die sind nervig, die sind nervig. Die Todesquallen? Ja. Yep. Weil sie an so schönen Stellen kommen. Aber ich finde, meine Sprünge sind gerade ganz gut hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Erzähl mal, wie es ist, Mega Man im Wasser zu spielen, damit die Leute wissen, was los ist. Du springst höher. Du musst das wirklich nur antippen und das klappt gerade echt perfekt. Oder? Was sagst du dazu? Also die Schwerkraft wird derbe runtergeregelt, wenn du im Wasser bist. Unter dem Meer. Oh, komm ich wieder mit meinem Invisible-Modus durch. Hannes ist wieder da. Invincible. Invincible? Ich bin ein winziger Mensch. Oder was soll das bedeuten? Nein, komm schon! Ach, komm schon! Oh, danke. Wir haben gerade über Frösche geredet. Du hast bestimmt übelst gerne Frösche. Hm? Du hast bestimmt übelst gerne. Ja! Wir haben auch drüber geredet, dass du was mit Fröschen gesagt hättest, wenn ich Frösche erwähnt hätte. Jetzt kommt das Geilste hier mit der Schwerkraft. Jetzt mit der Schwerkraft hier. Und jetzt kommt wieder Frösche. Oder auch jetzt nicht? Krabben. Krabi. Sei geduldig mit deinen Sprüngen, sag ich nur. Ja. Das meinte ich. Nein! Wow! Nicht Flash. Nicht Flash. Nein, alle, aber... Das war mir... Was kann Avengers sagen, du Penner? Was? Flash, nee, alle Avengers. Nee. Da hast du aufgehört zu reden. Ich wollte irgendwas anderes sagen, ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Ich hab da Leben gesehen. Welche Waffe? Ausprobieren. Ja, ich weiß. Das freut mich auch gerade. Ich würde gerade sagen Woodman. Hm? Ich hab nur Hannes angeguckt. Ach komm, du hilfst doch gegen jeden. Gegen Prostatakrebs hilft er bestimmt auch nicht. Der macht ja.
Metal Man ist immer gut. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es jetzt wirklich mit Metal Man klappt. Woodman wäre voll in die Hose gegangen, oder? Woodman wäre voll in die Hose gegangen, oder? Naja, du hättest halt auch Schaden genommen, aber hättest halt gemerkt, dass nichts wirkt. Nicht so sehr wie die Metals. Also, fast gar nicht. Im Gegensatz zu den Metals. Und wie hat dir die Wyoming geschmeckt? Ja, na, es ist halt ein bisschen wie eine Quattro Formaggi. Das ist eine Quattro Formaggi, nur mit dem Namen Wyoming. Wyoming. Weil sie ja, warum magst du es eigentlich nicht, wenn die auf der Pizza die vier Käse auch wirklich in vier Teile teilen auf der Pizza? Ich finde den Gesamtgeschmack einfach besser, wenn es alles zusammen schmeckt, auch für mich. Okay. So, jetzt wo wir Bubble Man haben, würde ich sagen Heatman. Würde ich sagen. Ich bin noch nicht fertig mit Essen, ich kann dazu nichts sagen. Danach würde ich dann sagen Flashman und dann Quickman. Oder was genau umgedreht, ich weiß es gerade nicht mehr. Weil der eine hatte ja dieses Verlangsamen. Musst du ausprobieren, ich weiß es selbst nicht mehr. Einer hatte verlangsamt. Also ich weiß es schon, aber ich will es dir nicht sagen. Dankeschön. Deine Erfahrung soll ja auch die Erfahrung von den Zuschauern sein. Dass ich das Level dann zweimal. Obwohl du ja schon dich vorbereitet hast ein bisschen. Ein bisschen. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich kann es nur wiederholen. Also für mich ist es wirklich schon länger her. Vorhin hast du noch auf ein Textdokument geguckt, wer schwach gegen was ist. Das hatte ich für 5 Sekunden auf, um zu gucken, welches da, wenn das Spiel rauskam. Darum konnte ich, ist das Einzige, was ich ja sagen konnte, von wegen hier, es kam am 24.12. irgendeines Jahres raus. Wollen wir dir mal glauben? Na, willst du dir entschnappen, eine Pizza-Ecke? Na gut, gerade ist schwierig. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht machen wir zwischendurch ein Päuschen. Boah, sind die nass und fettig und dick. Mann, sind die dick, Mann. Oh, scheiße. Weißt du was, ich bin doch nicht blöd. In Mega Man 7 gibt es einen Abschnitt, da ist die Musik. Ja. Ein Remix aus Heatman, das was wir gerade hören. Ja. Gutsman aus Mega Man 1 und Snakeman aus Mega Man 3. Okay. Ziemlich, oh nein! Ziemlich cool. Nein! Bleib easy! Bleib normal! Alles Mare! Okay, ich glaube, das Rhythmus dingen schon wieder, glaube ich, raus. Oder auch nicht. Ach, hier ein bisschen. Ja, ich musste gerade mich konzentrieren. Das kommt jetzt aber, glaube ich, nochmal vor. Nee, jetzt kommt ja diese. Ich erinnere mich so vage wieder. Das ist schlecht. Ja. Also ist schlecht, wenn ich mich so vage dran erinnere. Das will ich eigentlich nicht. Komm schon. Nein. Hab mich lieb. Nein. Muss ich hier nochmal eine Runde warten. Nein. Lasst mich. Ja, Heatman Stage ist eine Bitch. Ja. Irgendwie schon, ja. Das war jetzt aber zu verämt. Ja, das ist die Naivität des Ausprobierens. Kein Dip-Flash-Pizza. Also. Ihr redet hier über eure Dips. Warte mal, da unten. Ja, wir haben keine Dips. Ah, okay, ich hab kapiert, ja. Das ohne Käse, das wäre ein bisschen wie Agrababa gewesen, einfach nur Brot aus einem anderen Land. Hier nehme ich jetzt meinen Ich flieg mal um die Welt Ding. Schön gemacht. Danke, ich habe mir Mühe gegeben. Also springe ich doch lieber auf das erste Blöcklein noch mit drauf. Na komm schon. Flieg mit mir um die Welt. Ich hasse dich, Prinzessin. Niemals darfst du's vergessen, denn im Herzen bist du. Und alle ist dein Jet. Denke ich mir auch gerade so, was habe ich hier getan? Düdüm. Habe ich nicht noch was anderes? Nein. Ah. Yay, ich habe mir Leben geholt, um zu sterben. Entweder du farmst jetzt Munition. Ja, dachte ich mir jetzt auch gerade. Und dann stirbst du noch ein paar Mal. Hm.
Oh! Die sind hier sehr großzügig in dem Spiel. Das ist mir bei Mega Man 2 auch aufgefallen. Gerade was hier die großen Lebenstanks hier angeht. Ja. Da sehen wir es schon wieder. Von den Drops ist es echt human geworden, ey. Guck mal an, wie viel hier an großen Leben gespawnt wird. Hm. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Allerdings nicht so viel. Ja, das stimmt. Das fand ich bei den neueren Teilen besser, dass du dann trotzdem noch dein Blaster hattest. Auf welchen Teil war denn das, wo du dann deinen Blaster trotzdem noch schießen konntest? Den bei der Mega Man X-Reihe oder bei der originalen Mega Man Reihe? Originalen. Mega Man 8. Da war das erst, ja. Ich habe gedacht, das wäre früher. Vielleicht war es auch Mega Man 7, aber ich glaube, es war es Mega Man 8. Na komm schon. Wenn es bei Mega Man 7 schon war, habe ich es nie gebraucht und nie gemacht. So sind die Regeln. Keiner spricht über die Insel. Und keiner kommt auch von der Insel. So, mal nebenbei die Schweißperlen vom Gesicht gepustet. Ja, ich habe sie gepustet. Hm. Gepustet und dann fiel mein Haus ein. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Yeah. Oh, scheiße, nicht die Stelle schon wieder. Was? Oh, nö, 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 geh doch da weg, du blöder Block. Basta. Oh, nö. Nee, ich mach nur Spaß. Wie alt bist du schon? Ich bin immer noch hier. Wie alt bist du schon? Wie alt bist du schon, Digga? Wie alt bist du schon, Digga? Pass schnell! Oh. Naja, diese Dinger stören mich hier gerade so ein bisschen. Die stören, die sind da, um zu stören. Da darfst du dich nicht von irritieren lassen. Gut erkannt. Du bist ein sehr weiser Mann. Oh. Oh. Ich hab direkt gegengelenkt. Bist du gut gefallen, ey. Ich hab direkt gegengelenkt. Du hast übrigens den Crashbomb und da kannst du. Ja, ich weiß, okay, ich weiß, aber ich will es ja für dich nutzen. Ich hänge hier fest, ich hänge hier fest, ich hänge hier fest. Nein! Fiese Stelle, fiese Stelle, fiese Stelle! Nein! Ich wollte noch wegkommen in meinen Invincible-Mode. Invincible, genau. Aber wenigstens habe ich jetzt keine Munition verbraucht und ich habe noch ein Leben, glaube ich, so Bonus-Dinge, oder? Ja. Ich glaube, ich werde diesmal diese Crash-Scheiße da nutzen. Ist mir lieber. Sag, diesmal hätte ich mich nicht hier so lange auf. Ich meine, die brauchst du auch nur da. Anders im Level brauchst du die nicht. Und wenn du ein anderes Level machst, ist ja wieder aufgefüllt. Oh, komm, ehrlich, jetzt hier und so. Ja. Nein, da kommt schon das nächste Ding hin. Hm. Jetzt wird's interessant, ja? Das wird nichts mehr. Benutzt den Schubstrick. Ich wurde geschubst. Den meintest du? Ja, genau, den meinte ich. Gut. Ne, da waren sie schon, die Bombers. Ja, das ist der Trick, dass... Ne, das sind die Bubbles. Nein! Wo sind die Bomber? Ne, also die Buchstaben beginnen mit dem Namen, wie der Typ hieß, also Crash Bash, genau. Geh kaputt. Ich bin mir sicherer. Das macht halt so, okay. Das Problem von Rollen gewesen ist. Zu viel Brot. Aber nur Teig. Wenigstens macht die Pizza satt. Gleich zum Ufer. Gleich zum Ufer. Geh einfach gleich zum Ufer. Glaub mir. Gleich zum Ufer. Ein Stück esse ich noch und das letzte lasse ich für dich übrig. Das ist lieb von dir. Ich glaube, da musst du sogar gar nicht aufpassen. Aber mach's trotzdem für den Fall, dass du mich irre. Ja, ja. Ich hätte die Pizza gegeben. Was war das eigentlich, der Pizza-Dip? Das war ein Pizza-Dip. Schießt der? Sag bitte nein. Bitte nein. Die Soße ist auf Pizza drauf. Ich bin so stark, wie ich so Pizza drauf. Dann wäre es einfach minimal.
Ist natürlich jetzt bloß ein bisschen blöd mit den Leben. Ich stell dir die Tüte hier rüber, ja? Ja. Ein Stück drin und das für dich. Ich muss jetzt erstmal nur irgendwie mit den Bubbles den Heat machen. Die Bubbles, die schießen die nochmal. Die schießen einfach nur so eine komische Blubberblase nach oben, ja? Die fallen auf den Boden und wenn sie irgendwas treffen, fliegen sie hoch, glaube ich. Nee, weil da. Ja, alles klar. Wenn dann sie an eine Wand treffen, fliegen sie hoch, glaube ich. Und wenn sie einen Gegner treffen, verpuffen sie. Bup. Siehst du? Bup. Pass auf. Ist er tot. So, das würde ich doch irgendwie gerne mal essen. Kleine Pizzabrotpause. So kurz dann. Nee, ich spiel nicht. Du schneidest raus. Du schneidest raus. Schrei einfach Pause dann. Pause!